Was geht ab, meine Ossi-Fighter Hosen hier und heute mit interessanten News, denn wir haben womöglich schon Hinweise darauf, welcher Charakter oder welche beiden Charaktere für das 5-jährige Jubiläum erscheinen könnten für Dokkan Battle. 5-jähriges hört sich erstmal weit entfernt an, aber für JP ist es gar nicht so weit, denn im Februar bereits 2020 findet das 5-jährige Jubiläum für Dokkan Battle JP statt. Aber woher haben wir denn die ganzen Infos bzw. die Hinweise, Freunde? Nochmal ganz klar hier natürlich betonen, es sind Hinweise. Es ist noch nichts Offizielles bestätigt, aber wir haben die ganzen Sachen, ihr seht es auch schon, von unserem Boy erstmal. Schaut an Omar, ich werde den Link seines Twitters in die Beschreibung setzen, denn letztes Jahr hatten wir ebenso Hinweise darauf, welche Charaktere für das 4-jährige Jubiläum kommen werden, bevor wir überhaupt die offizielle Bestätigung hatten. Dies hatten wir durch Kollaborationen mit Figuren, also Figuren x Dokkan Collaboration. Und letztes Jahr, 2018 war das der Fall, hat Bandai quasi eine Super Saiyan 4 Vegeta Figur für Februar 2019 angekündigt, also für das 4-jährige auf JP, und diesen Namen haben sie quasi hinterlegt als Dokkan Battle Collaboration Figur. Und siehe da, dieser Vegeta kam dann tatsächlich als Charakter zusammen mit Super Saiyan 4 Goku. Anfangs wurde nur der Name vom vierfachen Vegeta für die Figuren Collaboration gesichert, aber es wurde auch gesagt, dass ein weiterer Charakter mit ihm kommen wird, man wollte ihn aber noch verdeckt halten. Und kurz vor dem Jubiläum haben wir dann auch quasi Bescheid bekommen, beziehungsweise offiziell bestätigt bekommen, dass auch eine weitere Figur kommt mit vierfachen Goku, und diese beiden Figuren waren dann eben die 4-Jahres-Charaktere mit der Kollaboration quasi. Also, und das war der Fall vom letzten Jahr, und dieses Jahr haben wir ein ähnliches Szenario mit einem Gogeta Blue. Ihr habt es schon sicherlich mitbekommen, der ein oder andere. Ich habe eben nur darauf gewartet, dass wir mal auch visuell was sehen. Das haben wir heute bekommen. Wir hatten nämlich vor ein paar Monaten bereits eben, dass sich Bandai für Februar 2020 die Namen gesichert hat, für die Kollaboration, Dokkan Battle Collaboration, unter anderem für einen Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta und noch einem anderen Charakter. So wie es bei Vegeta war. Erst haben sie sich quasi den Namen gesichert oder eben bekannt gegeben, dass sie in Planung haben, für das 4-jährige Vegeta rauszuhauen mit einem anderen Charakter. Den anderen Charakter wussten wir noch nicht, und das ist eben der Fall. Wir wissen jetzt quasi, ein Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, also Gogeta Blue, will man rausbringen als Dokkan Battle Coloration Figur mit einem anderen Charakter. Vor ein paar Wochen, Monaten wussten wir noch nicht, welcher Charakter es ist. Wir wissen es immer noch nicht, aber heute haben wir zumindest mal visuell was bekommen. Nämlich, wir haben die Figur von Gogeta Blue bekommen und noch was anderes. Und die Figur von Gogeta Blue, Freunde, die sieht sehr, sehr geil aus. Das wird quasi die Figur, die in Collaboration mit Dokkan Battle rauskommen wird im Februar 2020. Es ist nicht offiziell bestätigt, ich muss betonen, Freunde, dass das dann natürlich der 5-Jahres-Charakter wird. Eines der 5-Jahres-Charaktere. Aber es sieht halt stark danach aus, wenn es so wie das letzte Jahr sein wird. Heißt, Gogeta haben wir schon. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass das Artwork genauso sein wird, weil bei Goku und Vegeta war die Figur das Artwork der Charaktere. Aber wir haben jetzt natürlich noch einen zweiten Charakter im Hintergrund. Beziehungsweise sollte auf jeden Fall noch ein zweiter Charakter kommen. So wurde es auch hinterlegt von der Figurenlinie, von der Collaboration, sag ich mal. Ja, und jetzt, wer könnte an der Stelle der zweite Charakter sein? Das ist jetzt eine interessante Frage, darauf komme ich gleich drauf zu sprechen. Das andere haben wir aber natürlich, falls ihr euch fragt, was sind die anderen Figuren? Das sind die Login-Figuren, Freunde, als die Free-to-Play-Charaktere, die es zum 1-Jährigen gab, zum 2-Jährigen, zum 3-Jährigen der Goku. Und dann kam er zum 4-Jährigen Super Saiyan 4 Goku, könnt ihr euch sicherlich daran erinnern. Und hier ist noch quasi noch nicht angezeigt, Foreshadow, dass eben zum 5-Jährigen ebenso ein Charakter kommen wird oder eine Figur an der Stelle. Aber wenn es so wie die Jahre zuvor wird, Freunde, und das ist ja der Teaser darauf, dass es die Login-Charaktere sind, dann wisst ihr, okay, zum 5-Jährigen bekommen wir noch einen Free-to-Play-Login-Charakter. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, welchen würdet ihr euch wünschen? Ein Godku oder Goku Blue? Weil die zwei Formen gibt es ja so gesehen noch. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte Bock auf einen Godku, um ehrlich zu sein. Aber jetzt zu der Frage, welcher Charakter könnte denn mit Gogeta Blue kommen? Also, Freunde, folgendes. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, irgendwo mal aufgeschnappt, dass eine Vegito Blue, dass dasselbe mit einem Vegito Blue stattgefunden hat. Also, dass so ein Name gesichert wurde, so eine Collaboration angekündigt wurde. Das stimmt, aber das war für den Free-to-Play Vegito Blue. Diese Figur kommt zu der Vegito Blue Campaign. Die ist schon demnächst. Die ist am 10.10. bei uns um 10 Uhr morgens. Und diese Vegito Blue Figur ist von dem Free-to-Play Vegito Blue. Worauf will ich hinaus? Es könnte jetzt dennoch sein,
dass ein Vegito Blue mit Gogeta Blue kommen könnte, tatsächlich, zum 5-jährigen Jubiläum. Weil zum einen haben wir kein Summonable Vegito Blue. Kein Summonable LR Vegito Blue, natürlich. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen könnte das durchaus sein, aber das ist erstmal die Figur. Aber zum anderen, ja, entweder Vegito Blue oder Dragon Ball Super Broly, Freunde. Weil Gogeta Blue hat gegen Broly gekämpft. Ja, das, was ihr gerade seht, ist der Dragon Ball Super Broly, den physischen, den wir schon haben. Lasst mich aber an der Stelle gerne mal wissen, würdet ihr euch mit Gogeta Blue, falls es dazu kommt, wie gesagt, Vegito Blue wünschen oder Dragon Ball Super Broly? Schwierige Frage. Ich hätte schon Bock auf Dragon Ball Super Broly LR, so der in Full Power ist, sag ich mal. Aber, ja, schwierige Frage, sag ich mal. Jedenfalls, das ist der Dragon Ball Super Broly, den wir schon bereits haben, aber ich möchte auch was auf etwas anderes hinaus. Der wurde im V-Jump vorgestellt mit diesem Gogeta Blue. Mit diesem Artwork vom Gogeta Blue. Jetzt ist die Sache. Dieser Gogeta Blue, den gibt es so nicht. Das könnte ein Sprite aus der SD-Animation sein, von dem wir haben. Aber falls du dich daran erinnern könnt, gab es auch noch ein Symbol in dem Angriffsfenster, beziehungsweise in dem Gameplay-Fenster von Dokkan-BL. Da war ein Tech-Gogeta Blue hinterlegt. Und die haben dann im Endeffekt gesagt, das war ein Fehler. Das war nicht gewollt. Aber dieser Tech-Gogeta Blue, ich nenne jetzt einfach mal Tech, ob im Endeffekt Tech ist, wird oder so, wissen wir nicht. Das hat nicht viel zu bedeuten. Aber dieser Tech Gogeta Blue, der sah schon aus wie ein LR vom Artwork her. Und die haben gemerkt, das ist ein Fehler. Und das Artwork von Gogeta Blue, den wir jetzt haben, der AGL, das ist ja ganz komplett anders. Das ist ja, ihr kennt den Gegenspieler, ne, von Broly. Aber solche Charaktere, solche Jubiläen-Charaktere, die werden ein Jahr im Voraus entwickelt, sag ich mal an der Stelle. Das wissen wir von Team Dokkaner. Team Dokkaner und Kawaii waren das, schon an die. Die werden ein Jahr im Voraus produziert. Das könnte schon sein, dass das quasi dann, dass dieses Sprite hier zu dem LR gehören könnte. Oder eben auch zur S-Animation, zu dem Gogeta, den wir bereits haben. Worauf ich aber hinaus, noch kein Jubiläum-Charakter, Freunde. Noch kein Jubiläum-Charakter war vom Tech-Typus. Ja, ich weiß, LR Gohan und Goten sind vom Tech-Typus, Dokkan Fest LR. Aber LR Gohan und Goten sind keine Jubiläen-Charaktere, das soll ich betonen. Vielleicht könnte das tatsächlich sein, dass der Gogeta, den wir bekommen könnten, für das 5-Jährige vom Tech-Typus sein könnte. Ich hätte nichts dagegen. Ob sein Artwork dieses sein könnte, muss nicht sein, denn bei Vegeta und Goku waren es ja die Figuren. Also kann es auch tatsächlich sein, dass bei Gogeta es dieses Artwork ist. Und gegen dieses Artwork hätte ich auch nichts. Ob so oder so, im Endeffekt, worauf ich hinaus will, ist, Freunde, es sind, wie gesagt, Hinweise darauf. Es ist noch nichts offiziell bestätigt, aber wenn wir es uns einfach ansehen, so wie es im letzten Jahr war, dann liegt das schon nahe. Und wenn so ein Gogeta kommen würde, Freunde, mit dieser Figur, überlegt mal dieses Artwork, das ist die Szene. Oh, das ist die geile Szene, wo er die geile Ulti raushaut, wie in Fightersy zum Beispiel. Das haben sie auch sehr, sehr geil animiert. Und wenn das einer seiner Animationen wird, sei es die Ultra Super Attack oder Active Skill, wir wissen es ja nicht, dann hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Lasst mich aber gerne auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Würdet ihr euch ein Gogeta Blue wünschen für das 5-jährige Jubiläum? Wer wäre sein Partner? Vegito Blue oder Broly? Ey, ganz ehrlich, Gogeta Blue, ich hätte richtig Bock drauf, auf jeden Fall für das 5-jährige Jubiläum. Bin so oder so noch gespannt, was so alles rauskommen wird, Freunde. Und natürlich, falls dann zum 5-jährigen Jubiläum kommen, die beiden Charaktere, sollten es höchstwahrscheinlich Dokkan Fest LR sein. Ich bin gespannt, jetzt nachdem der allererste Dokkan Fest Extreme LR rausgehauen wurde, könnte ich mir schon vorstellen, dass wirklich Gogeta Blue der direkt in der Blue-Form ist, so wie wir ihn sehen. Damit ihr quasi mit dem Super Saiyan Gogeta spielen könnt, mit dem Gogeta Blue, den wir bereits haben. Und ein Full Power Broly, könnte ich mir echt vorstellen, sodass wir dann Full Power Broly auch mit dem Dragon Ball Super Broly spielen könnten. Und Full Power Broly dann auch ein Extreme Dokkan Fest LR wäre, der nächste dann quasi. Bin auf jeden Fall drauf gespannt, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.